Alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Wieder fantastisches Wetter. Nach dem Dauerregen der letzten Wochen habe ich da auch gar nichts gegen, muss ich sagen. So, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Also ausgemistet. Ich habe hier, Moment. So, ich habe hier vom W202 eine Motorhaube in einem sehr guten Zustand. Wir hatten damals mal einen geschlachtet. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Steinschläge, klar. So. Die ist ziemlich vollständig. Müsste mal wieder versiegelt werden, klar, natürlich. Ne? Die steht hier nur rum. Wenn jemand einen W202 haben will, sich aufbauen will oder sowas in der Richtung, gerne Bescheid sagen. Ist sogar mit Stern. Da wird man sich sicherlich finanziell einig. Mal gucken, die Waschdüsen, sind die beheizbar? Waschdüsen sind beheizbar. Ne, falls jemand darauf Wert legt. Irk, mal runtergehen. Ich bin alt. Ja, Waschdüsen sind beheizbar. Hier ist auch der Schlauch komplett mit der Klemme. Ne, bis an die Pumpe. Ja, wir hatten damals so einen weinroten 202er. Der hier ist über den Jordan gegangen für den Motor. Weil der hier hatte einen LKW im Heck parken. Das war nicht so angenehm. Was ich dann noch im Lager gefunden habe. Kotflügel W202. Weiß. Mit diesen Blinkern. Moment. Ja. Klassik. Da ist ein paar Mal der Rasenmäher dran vorbeigefahren. Ja. Also die typischen Ecken oder sowas in der Richtung sind unauffällig. Muss natürlich gemacht werden, ne? Ist klar. Aber hier ist wirklich nur oberflächlich vom Lagern. Hier hinten auch, ne? Hier fehlt auch der Blinker. Verdammt. Ja. Ja, W202, wie gesagt. Ob das jetzt Facelift, nicht Facelift ist, fragt mich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, also es ist im Top-Zustand. Wie gesagt, ein bisschen Kantenrost, klar, ne? Aber bevor man die anbaut, werden die ja eh hoffentlich versiegelt. Hier unten, wie gesagt, das ist alles harmlos. Ne? Da ist nichts durch oder sowas in der Richtung. Das sind alles nur kleine Beschädigungen und Steinschläge. Wer den 202er kennt, weiß, dass diese Kotflügel wirklich toll sind. Ne? Würde ich gerne als Gesamtpaket loswerden. Sage ich gleich direkt. Ne? Ja, ansonsten ist hier ziemlich viel Arosa etc. Ja, sonst haben wir hier nichts zum Abgeben. Aber wie gesagt, 202er, du kriegst eh keine mehr. Die sind jetzt so massiv geschlachtet worden. Ich habe die auf den Autoverwertungen wirklich tonnenweise gesehen, dass die über den Jordan gegangen sind. Also von daher wird da so schnell nichts auftauchen, was ich haben möchte. Ein 220 CDI, ja klar, wäre ganz nett, aber ja.
Das wird so schnell, denke ich, nichts. Also wie gesagt, diese Ausschnitte, zwei Kotflügel und die Motorhaube. Ja, bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine 100 Ampere Lichtmaschine gefunden für den Land Rover. Gleich mal sauber gemacht. Ja. Die sieht gut aus. Lager ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Direkt sauber gemacht und dann wollen wir mal gucken, wie die sich verhält. Ich habe jetzt eine 90 Ampere drin. Das reicht nicht. Hätte ich gedacht, aber es reicht wirklich nicht. Und die hier müsste 100 Ampere. Ja, 100 Ampere. Ja. Doch nicht ganz blind. Ich mache die noch zu Ende sauber und dann sollte die ja eigentlich ihre Pflicht tun. Ja, was auch noch in die Brüche gegangen ist, ich wollte für die Feuerstelle so eine kleine Konstruktion bauen, dass ich da einen Grill drüber legen kann. Ja, mein altes Schweißgerät hat keinen Bock mehr gehabt. Kam nichts mehr. Jetzt habe ich das Ding gestern für 60 Euro gekauft. Ja, eBay Kleinanzeigen, ne? Ja, ist noch ein bisschen was dran zu tun. Der Schalter, der übliche Schalter. Hört sich nicht gut an und auf der Stufe funktioniert es nicht mehr. Man hört, dass das Gas freigeschaltet wird. Also das Ventil zieht, aber Strom kommt keiner. Auf der Stufe. Ja, da geht es. Dann fehlt hier diese Tellerfeder. Um das hier festzusetzen, den Draht, der war übrigens dabei, sehr praktisch. Ja, und die Rolle muss ich mal sauber machen. Aber ansonsten 60 Euro, ne? Ich meine, kann man jetzt nichts gegen sagen. Alle Einstellmöglichkeiten, die ich haben will. Das Schlauchpaket werde ich wahrscheinlich umrüsten auf den Euro-Anschluss. Das ist den Schraubanschluss, den das andere Schweißgerät auch hat. Zeige ich mal kurz. Ja, das ist der Euro-Anschluss, ne? Den kennt man, ja, den üblichen Verdächtigen. Ja, den kennt man, dass man das Schlauchpaket auch mal wechseln kann. Ja, ich überlege noch, soll ich das Ding behalten oder jetzt endlich über den Jordan schicken? Ich könnte den Schalter zum Beispiel gebrauchen für das andere jetzt. Ja. Ist ja nicht verloren, ne? Hier um die Ecke gibt es jemanden, der hat noch welche davon. Ja, das ist ein bisschen professioneller, aber am Ende für ein Auto schweißen reicht das da auch vollkommen aus. Man muss nicht immer 3 Millionen Euro ausgeben, um irgendwas zu reparieren. Ich habe meinen ganzen Land Rover mit so einem Billigteil geschweißt, also bitte. Ne? Und der rostet immer noch nicht. Ach ja, der Kleine steht hier gerade auf Rampen. Die Lichtmaschine ist auch schon hier. Generator, ja, ich weiß. Seht ihr den Dämpfer, das Gelbe da oben? Ja, ne? Und jetzt guckt euch mal die Befestigungsschraube an, da unten. Ja, in der Mitte. Das fluchtet nicht so ganz, ne? Ja, Dämpfer abgerissen. Passiert schon mal. Wenn nach dem Sturm hinter einer Kurve ein Ast auf der Straße liegt, ne? Ja. Und der war groß. Der war richtig groß. Ja. Naja, sonst ist nichts beschädigt, ne? Wie gesagt, das ist schweinestabil, das Ganze. Aber den Dämpfer hat es erwischt. Ne? So schnell ein- und ausfedern hat er dann auch keine Lust gehabt. Ja, egal. Ich habe noch welche. Kein Problem. Ja, ich werde auch das neue Doppelbatteriesystem wieder montieren. Ich bin gerade dabei, einen anderen Lendi zu schlachten. Naja, schlachten ist eigentlich fast der falsche Ausdruck. Ich seziere das Auto. Ne? Also, der ist nicht mehr zu retten. Definitiv nicht mehr zu retten. Ich zeige euch den mal. Ja, das ist der Gute.
Den hatte ich euch schon mal gezeigt. So sieht der eigentlich ganz gut aus, ne? Vor 5 oder 6 Jahren ist der mal restauriert worden. Wie gesagt, ich seziere hier gerade. Vor 5 oder 6 Jahren ist der mal revidiert worden. Und dann hat jemand wahnsinnigerweise Mike Sanders Fett und Brunox und so einen Scheiß benutzt. Beim Land Rover ist das sehr schlecht. Das sollte man nicht tun. Ich zeige euch auch, wie das für ein Endergebnis gegeben hat. Das da. Vom Boden ist nichts mehr übrig. Ja. Bei allen Mittelchen, die man... es sind immer so modische Schlagworte. Mike Sanders, Brunox. Ja, alles super. Aber die Sachen müssen auch zusammenpassen. Ne? Wenn du in so einem Auto eine gewisse Grundierung drin hast und die verträgt sich damit nicht und Land Rover hat die gerne benutzt, zerstörst du dein Auto. Das vernichtest du. Und der hier ist vernichtet worden durch dieses Zeug. Ja, deswegen, der Boden ist komplett weg. Und deswegen ist der über den Jordan gegangen. Ja, das ist, wenn man das falsche Zeug benutzt. Da muss man schon drauf achten. Ja, der ist vor 5 oder 6 Jahren ist ja beim TÜV gegangen. Alles super. Ja, und dann sah, konnte man bei zugucken, sagte der Vorbesitzer. Konnte man bei zugucken, wie der gestorben ist, der Wagen. Ja, schade, aber dumm gelaufen. Deswegen Rest in Stücken, wie man so schön sagt. Rest in Pieces. Ja. Dadurch lebt meiner dann wesentlich länger. Das ist übrigens ein, jetzt haltet euch fest, das ist ein 98er, einer der letzten. Ne? Da kann man mal sehen, was das Zeug auslöst. Meiner ist ein 96er. Anfang 96. Ja. Die Karosserie ist nicht zu retten. Definitiv nicht. Nochmal, das ist ein Sandwich, eine Sandwich-Bauweise. Ne? Hier draußen siehst du nichts. Das hier draußen ist Aluminium. Diese ganzen Teile ist Aluminium. Das ist verschraubt, auch das Seitenteil. Ne? Und das geht alles an den an unser, in Anführungsstrichen, Winterauto. Weil das alles hier beulenfrei ist und in gutem Zustand. Das Getriebe ist zum Beispiel sehr gut. Verteilergetriebe auch sehr gut. Das ist Sitze auch okay. Ganz im Gegensatz zu unseren. Die sind echt durchgefurzt. Da wir haben auch echt 10.000 Kilometer im Monat abgeritten mit dem Ding. Ne? Machen wir jetzt nicht mehr. Ja, hier ist schon einiges weg. Kühler ist auch schon weg. Gleich die Kurbelwellenscheibe runter, das wird noch ein Akt. Servopumpe ist schon raus. Dann das Steuergehäuse runter. Mal gucken, ob die neue Kurbelwellenscheibe für den Zahnriemen da drin ist. Das wäre gut. Den Motor selber lagere ich ein, logisch. Ja, der wird gemacht. Wie gesagt, dieser Motor hier wird immer noch gebaut. Ja? Im Ford Ranger do Brasil. Oder Ford do Brasil hat einen Ford Ranger gebaut, wächst mit diesem Motor, mit 2,8 Litern allerdings. Und ich will ein paar Motoren fertig machen mit 2,8 Litern. Was, ja, es ist von der Leistung her, ist das schon ordentlich. Nein, es ist immer noch nicht mit 180 über die Autobahn, aber von der Zugkraft her ist das schon gewaltig. Ja. Der hatte sogar ABS. Hat meiner nicht, Gott sei Dank. Ja. Anlasser. Starter. Ja, ja, ich weiß. Kommt auch noch raus. Oh, der hat sogar eine Bezeichnung für den OT auf dem Kurbelwellenrad. Ist denn hier OT? Ist es. Hm. Interessant.
Ja, eine Nockenwelle findet man im Kopf nicht. Die Nockenwelle ist praktisch hier hinter. Die liegt im Block. Finde ich gut. Lässt sich leichter reparieren. Ja. Naja, die ganzen Scheiben hier, die ganzen Laufscheiben und sowas, alles in der Richtung, die überarbeite ich. Das auch. Ne? Die werden schon eingelagert. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keine Ersatzteile mehr hat. Ja, Massekabel, auch so eine Geschichte. So ein originales Massekabel, hier habe ich drin schon liegen. Das werde ich auf der anderen Seite, ihr seht, dass es unten in den Rahmen geht, ne? Auf die andere Seite genauso verlegen. Auch an den Rahmen. Und das Pluskabel geht ja praktisch einmal hinten rum um den Motor und dann auf den Anlasser. Das kommt quasi da an. Moment. Hier. Das mit der großen Klemme da. Und der Schraube. Und da werde ich praktisch von dieser Seite, also von der Fahrerseite aus, auch nochmal drauf gehen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Bin gespannt. Ja. Mit der größeren Lichtmaschine sollte das dann das Doppelbatteriesystem ganz gut speisen. Naja, ansonsten. Ist da eigentlich nicht viel dran. Ne? Außer, dass die Fensterscheibe hier großflächig durch PVC ersetzt wurde. Da hat der eine keine Lust. Aber gut gemacht. Ja. Kann man so machen, ist dann aber schlecht. Aber kreativ, ne? Gut. Und warten wir, bis der Schlagschrauber aufgeladen ist, weil die 27er unten, das ist eine echte Herausforderung, die da rauszukriegen. Das wird laut, sage ich jetzt schon. Ja. Was wir am offenen Fenster gehört haben, beziehungsweise meine Frau sagte gerade, die hat was klappern hören. Da ist jemand aus Afrika zurück. Und wundert sich gerade, dass der Sturm das Nest weggeweht hat. Ich glaube, die diskutieren gerade über den Ausbau. Das ist blöd. Ah, ihr kriegt das schon hin. Der Rahmen steht noch. Ja. Warte mal, ich zieh mal ran. Da sitzen sie. Wohin mit dem Ei? Da oben ist noch einer. Alter, nicht diskutieren hier. Ja, ja, ist ja gut. Es gibt auch noch Streit um die Nester hier. Ja, es sind einige Nester weggeweht worden, da kommen wieder welche. Wir wollen da nicht hin. Alles gut. Vielleicht sollten wir auch noch ein Nest aufstellen. Auf dem Kamin vielleicht. Das soll heißen, verpisst euch meine. Ja, blöd. Nest kaputt. Naja, die kriegen wir schon hin. Ja. An den alten Elektroturm haben sie jetzt Nistkästen gebaut. Da will schon der erste einziehen. Schick. Ja, ich habe die neulich gesehen, die Holzfirma. Genial. Mal weiter gucken. Frühling ist interessant hier. Ja, Gott sei Dank haben sie den Brombeermonsterstrauch nicht weggemacht. Da ist auch noch einer. Da ist noch einer. Also Brombeeren gibt es hier genug. Ja, das ist dann die Wiese hinterm Wohnort sozusagen. Da frisst meine Frau den Hasen wieder das Futter weg. Ja, da ist das bisschen Ort. Dann ist hier Ende. Und dann ist da nichts mehr. Und da ist nichts. Nichts ist gut. Ach so, der angesprochene Ort, der nächste. Da hinten, voll aufgezoomt.
Wenn die Hasen hier keinen Löwenzahn mehr finden, ich sag es dir. So. Das ist das, was hinterm Deich passiert. Da sind wir gerade hergekommen. Ja. Gegend haben wir hier genug. So, jetzt stellt sich noch die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Das ist ja ein BPC-Motor, 175 PS Serie. Was passiert eigentlich, wenn ich alle leistungsreduzierenden Maßnahmen aus dem Ding rausprogrammiere? Das haben wir an dieser Stelle schon gemacht. Und nein, wir haben das nicht gedreht. Nicht, dass einer an seinem Auto rumfuhrwerkt. Das kann nämlich ganz schief nach hinten losgehen, wenn man das irgendwo falsch macht. Deswegen keine Anleitung. Der ist ultra aggressiv bei sowas. Kann auch ein ganzes Stückchen zu weit gehen, wenn man das macht. Von daher nicht machen. Ne? Lass das Leute machen, die da Ahnung von haben. Selbst ich musste mir da Hilfe holen, weil so ganz weit tief in die Kennfelder traue ich mich auch nicht rein. So. Ist jetzt keine Leistungssteigerung gemacht worden. Es ist nur alles abgeschaltet worden, was Leistung reduziert und den Verbrauch nach oben treibt. Intelligenterweise gibt es das in der Elektronik. So, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Straße. Also nochmal, T5 BPC bei Abschaltung aller leistungsreduzierenden Maßnahmen. Ich tippe mal, wir reden von ungefähr 200 PS. Kein Chip-Tuning, nur abgeschaltet. Alles abgeschaltet an Abgasrückführung, Partikelfilter etc. Das ist Schub. Alter Verwalter. Das kann er. Oh, den Schlagschrauber kann doch mal irgendwann aufladen müssen. Es wird jetzt laut. Der Schlagschrauber arbeitet. Ich sag's nur noch mal. Und nein, in der Tonmischung kriege ich den nicht leiser. So, mal gucken, ob das klappt. Das hätte ich mir denken können. Dann erster Gang rein, Handbremse, Hebel. Bin gespannt. Ah, da ist er.
Ja, das Ganze bei Automatik und du hast die Arschkarte. Hatten wir ja schon. Du kriegst den Automatikmotor einfach nicht blockiert. Ja. Das ist ein nettes kleines Ding, ne? Ja. Ja, hier drin ist noch ein Torsionsdämpfer. Gummi. Ja. Und sieht auch richtig gut aus, muss ich sagen. Was ich jetzt schon sehe, der Wellendichtring ist durch. Aber das ist jetzt noch wirklich kein Problem. Das Steuergehäusedeckel mit diesem Lager hier, wo der Ventilator drauf läuft. Der Zahnriemen, ey, der sieht noch gut aus. Ist am Ende, aber sieht gut aus. Und er ist nicht rausgewandert, aber er ist am Ende. Man sieht's. Das ist alles Zahnriemen hier. Wäre also in Kürze fällig gewesen, und zwar dringend. Warum hebt man so einen Deckel auf? 700 Euro Steuergehäusedeckel. Das sieht richtig gut aus. Ist jetzt logischerweise keine Spannung drauf, weil ich die Rolle rausgenommen, ach, die Pumpe rausgenommen habe, ne? Aber diese Räder sind natürlich auch immer wichtig. Wie gesagt, die werden gereinigt, dann werden die eingelagert. Kann ich mit dem schon mal anfangen, ganz in Ruhe reinigen, gucken, ob wir irgendwo jemanden finden, der Glasperlen strahlen kann, gucken, ob, ja, das Lager ist eigentlich in Ordnung, dann einmal hier vorne sauber machen, ja, ja, das meiste haben wir eigentlich, wie gesagt. Also muss das erst passieren, wenn der Motor raus ist, Öl raus, dann ganz in Ruhe die, wir müssen jetzt mit dem Trecker hier lang fahren, ne? War klar. Öl raus, auf dem Motorhalter, umdrehen, ja? Ganz in Ruhe die Ölwanne ganz vorsichtig abschrauben und wirklich sezieren. Der Motor hat noch nicht runter, ist noch nicht viel runter, warte mal.
249.000. Deswegen war das so meine erste Wahl. Und der hatte nie viel zu tun. Ne? Er ist eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Bauernhof rumgefahren. Anhänger von A nach B gebracht, Vieh versorgt und so weiter. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der nicht unglaublich überbelastet wurde. Sieht man aber auch. Das ist Wartung hat er auch gekriegt. Zahnriemen ist gemacht worden. Ist ab einem gewissen Alter nicht mehr selbstverständlich bei den Dingern. Leider. So. Dann wollen wir mal den ganzen Riemenkrempel da reinpacken. Ich glaube, ich bringe das mal zur Maschinenwäsche weg. Vielleicht klappt das dann besser. Ja, den ganzen Blödsinn zu entfetten, da sitzt du mit Bremsenreiniger 2 Jahre dran. Das geht nicht. Ja. Dann lieber eine Maschinenwäsche beim Motorenbauer. Ja, ging ganz gut das Gerät. Jetzt will ich aber erstmal gucken, dass ich wieder Strom im Auto habe. Oder vernünftigen Strom. Die war es dann doch nicht. Ja, Stoßdämpfer, den Ström, das Doppelbatteriesystem. Zu Deutsch, dieses Wochenende habe ich genug zu tun. Arbeit geht einem ja nicht aus. Ja. Schick. Gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Gibt ja jetzt ganz toll viel Hilfe für die Energiekosten, die explodiert sind. Ja. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal.